Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute bei Fricke Landmaschinen, bei der Landmaschinenshow und gucken uns einmal hier die schönen Maschinen an. Wir sind hier gerade am Campus, am Headquarter, wo hier die kleine Oldtimer-Show aufgebaut ist. Einmal mit den schönen Hanomax, hier ein paar Deutz, John Deere und da hinten haben wir auch noch einen schönen Lanz Bulldog stehen. Wer meine Projekte kennt, weiß, warum ich den hier hinter mir besonders toll finde. Schöner Traktor. Den hier könntet ihr vielleicht kennen, das ist nämlich von Sven Tietzler, die Brunhilde von Treckerfahrer dürfen das. So, quasi ein Gelände weiter bei Nutzfahrzeugen. Hier geht es um LKWs, Kleintransporter und natürlich die Reparatur von den ganzen. Wir haben hier so einen schönen bedruckten DAF-LKW. Da hat ja jemand auf jeden Fall richtig Spaß. Ein kleiner Pickup mit Schild und hinten auch noch ein Salzstreuer drauf. So, die Nummer hier wäre auf jeden Fall was für meinen Arbeitskollegen, weil der hat Höhenangst. Und ich habe ihn schon gefragt, ob er hier Probe fahren möchte, als wir hier aufgebaut haben. Man muss ja sagen, ich habe die ganze Woche hier verbracht. Aber nein, wollte er nicht. Hier sieht man jetzt einmal das Gelände. Wie gesagt, wir haben die ganze Woche hier schon aufgebaut. Vor allem im Zelt und rundherum viel Kleinkram. Da hinten laufen wir jetzt auch gleich noch hin. Zur Landmaschinenshow, also zu den neuen Fahrzeugen. Das Ganze findet über drei Standorte statt. Also ich weiß gar nicht, ob das bei den Standorten im Süden von Deutschland auch stattfindet, aber hier im Norden einmal hier beim Headquarter in Heslingen, dann in Zefen bei Foras und Gartenland. Das ist so, ich sag mal, für Haus und Garten, aber auch mit etwas größeren Maschinen. Ich war am Freitag da und habe in der Mittagspause zwei, dreimal mit der Kamera aufgehalten. Werde ich euch gleich einmal einblenden. In Bokel sind noch Gebrauchtmaschinen ausgestellt. Das ist die, ich sag mal, deutlich größere Ausstellung, was Maschinen angeht. Allerdings komme ich da nicht hin heute. Das war das erste Riesenrad, was knatscht und quietscht beim Fahren, auf den ich je war. Ein bisschen unangenehm. So, ihr merkt schon, wir sind langsam da angekommen, wo es interessant wird. Allerdings werdet ihr auch ziemlich schnell merken, mehr als Glas werdet ihr hier an, ich sag mal, Zugfahrzeugen nicht sehen. Aber hier rechts von mir ist ein bisschen Saphir, wir haben hier Federstadt am Start, Konow. Wir gucken uns das Ganze mal an. Achso, und wenn ihr Bock auf solche Videos habt, gerne ein Däumchen nach oben, wäre fantastisch. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber erwartet keine ruckelfreien Aufnahmen hier. Hier ist Schotter, ich kann hier kaum laufen. Gas Prado ist hier am Start. Was haben wir denn hier? Eine Drille, grober, ich würde mal sagen, 6 Meter.
noch zwei kleinere drillen. Flachgrubber, Kreiseegge, Wackerwalzen, Grubber, eine kleine Spritze. So, jetzt muss ich mal schätzen, wie viel Meter hat sie? Ja, 24. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel Meter hat die? Ich hätte 24 gesagt. Hier einmal ein paar Traktoren, ich sag mal von klein nach groß aufgereiht. Ich habe schon gesagt, also so als Sonntagsfaktor eigentlich ganz süß. Falls irgendjemand die sich für die Ausstattung von dem Axion 870 interessiert, er pausiert das Video und lest durch. Ich lese euch das nicht vor. Ein selbstfahrender Futtermischwagen. Oben abschaben bzw. abfräsen und dann einfach mit einem riesen Fördermadom rein. Axion 810 mit einem 50 Kubik Konhoff Anhänger kann man machen. So, ich wollte mich auch schon mal wie Sven fühlen und auf dem Ruder stehen. Allerdings habe ich keine GoPro, das heißt, ich kriege hier überhaupt nichts angefangen, weil es alles viel zu eng ist. Da ist die GoPro natürlich geiler mit dem extrem Weitwinkel. Aber hier schön Evo 260. Ich kann gleich mal unten gucken, ob der auch eine Antriebsachse hat. Ja, ist so ein Ja-Nein-Vielleicht-Ding. Ich glaube eher nicht. Eine Beregnung mit Bestäubungstechnik. Und zwar hat der Kollege mir gerade erzählt, dass sie bis zu 30% Wasser damit einsparen. Und aktuell, ich habe nicht richtig zugehört, ich glaube 74 Meter und ab April 82 Meter. Also da geht schon auf jeden Fall was. Serion 4200. Letztes Jahr haben wir den von Ansgar hier gefunden. Im Norden von Deutschland, wie auch immer der hier hingekommen ist. Ich meine, der hat den in den Süden runtergefahren. Dieses Jahr haben wir kein Glück. Warum sollten wir auch? Klass Jaguar in the 50 Years Edition. Und falls sich jemand fragt, nein, man kann die Lackierung nicht mehr so kaufen. Na, die 600? Wie viel? 170. Was war das Maximum, was bis angezogen wurde? Gestern waren 910. Gestern? Ah, okay. Ich glaube, dafür wiege ich zu wenig. So, ich habe mir den erstbesten Traktor geschnappt, wo die Tür auf war und keiner drauf sitzt. Ja, geiles Wetter heute. Letztes Jahr war Schneeregen, falls ihr euch daran erinnert. Da war es ein bisschen ungemütlicher. Jetzt scheint die Sonne. Ist mir die Jacke schon fast zu warm. Was haben wir hier eigentlich? Axion 810 mit einem Butterfly-Mähwerk, allerdings ein relativ kleines. Wir können uns mal ganz kurz hier dann umgucken. Ja, Lenkrad. Ich weiß schon, warum die alle GoPros nehmen. Es geht mit der richtigen Kamera gar nicht. Also, schönes Lenkrad hier. Ich finde es auch gemütlich.
Sitzfläche könnte ein bisschen länger sein, aber ansonsten sehr gemütlich. Hier ist Display. Ihr kennt das Ganze, ihr wisst ja, wie ein Class aussieht. Schöner Traktor. Ich wollte nur einmal Danke fürs Einschalten sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich war ja am Freitag von der Firma aus bei Foras, beziehungsweise Gartenland. Dort haben wir aufgebaut. Dort habe ich in der Mittagspause einmal die Chance genutzt, ein bisschen zu filmen. Das werde ich jetzt, oder habe ich schon eingeblendet. Und eigentlich nur mit dem Handy, war ja, ich war spontan da. Das Ganze gibt es auch noch bei den Frickel Gebrauchtshop, also bei den Standort mit den Gebrauchtmaschinen. Hier sind ja vor allem Neumaschinen oder ich sag mal sehr neuwertige Maschinen. Dort ist es ein bisschen größer von der Fläche her und auch deutlich mehr Maschinen. Allerdings ist es zu weit weg, da komme ich jetzt, ich sag mal, spontan nicht hin. Aber ich habe mir das für nächstes Jahr vorgenommen, dass wir dann nächstes Jahr dort auf jeden Fall auch mit hinfahren. Jedes Jahr ein Standort mehr. Ist auch ein schöner Plan, oder? Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und über ein Abo für diesen Kanal. Das wäre fantastisch. Wir machen dieses Jahr auf jeden Fall noch deutlich mehr Content in der Landwirtschaft. Bis dann, danke und ciao.